Moin Leute, Tobsen hier und willkommen zu Ghost Recon Breakpoint und ich spiele gerade Widerstandsmission, also wir versuchen den Outcast zu helfen, gewisse Gebiete von Sentinel-Kräften freizukämpfen. Das ist der Sinn eigentlich bei den Widerstandsmissionen. War vom vorletzten Update, glaube ich, das Ganze. Ich habe die noch nicht alle gespielt, nur zum Teil und wenn, ist es schon ein bisschen was her. Deswegen habe ich mir gedacht, ich spiele die jetzt nochmal durch, weil die waren eigentlich durchweg, die paar, die ich gespielt habe, ganz cool. Dazu müssen wir jetzt erstmal mit den Kundschafter da unten reden, mit den Outcast-Kundschafter. Und dann können wir die Mission starten, dann müssen wir den Outcast beim Angriff unterstützen. Dazu geben wir erstmal gleich ein bisschen Sniper-Support von hier oben. Und können dann auch später, wenn es denn noch benötigt wird, reingehen. So, jetzt reden wir mal mit der. Heute natürlich in Kommando Kalle KSK Uniform, ne? So muss das sein. So. Nomad, thank God you're back. We need to move on this camp. My people will provide cover and help out if things get heavy. Sounds good to me. Sentinel's gonna pay for everything. So. Jetzt gehen die rein, greifen an und wir geben hier ein bisschen erstmal Fire Support mit einem Scharfschützengewehr und gehen dann später, wenn es denn noch benötigt wird, rein. Ich denke mal, es wird aber definitiv benötigt. So. Da hinten ist, glaube ich, direkt auch ein Sniper, den können wir uns gleich noch krallen. Aber wir warten erstmal, bis sie angreifen. Die müssten jetzt gleich eigentlich angreifen. Und dann knallt es hier eh schon ein bisschen, wenn die reinrennen. An den einen oder anderen, den wir hier aufklären, den können wir ja schon mal ausschalten. Den hier zum Beispiel. So. Ich habe übrigens... Das hat ausgeschaltet. Ich habe nur das Fadenkreuz an, die Hitmarker und den Kompass. Sonst ist das hat komplett aus. Also keine Gegnermarkierungen, kein gar nichts. Weil sonst ist das Spiel einfach zu leicht und es macht auch irgendwie keinen Spaß, finde ich. So, hätten wir direkt zwei. Okay, die laufen wohl noch nicht rein. Ich hatte das in Erinnerung, dass die direkt reinrennen wie so Berserker. Hatte ich vielleicht falsch in Erinnerung. So, den auf dem Turm haben wir auch. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier sonst noch irgendwo einer rumrennt. Das können ja nicht alle gewesen sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Die laufen normalerweise, laufen hier doch auch noch Tanks rum. So, wir gehen mal weiter. Ah, da vorne ist, glaube ich, noch einer an diesem Netz. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, da steht auch noch einer. Da stand nämlich ein Schneiber-Diver. Da unten sind auf jeden Fall nur Geräusche zu hören, also da sind auf jeden Fall noch feindliche Kräfte. Da gehen wir gleich noch hin. Da vorne ist auch noch ein Geschütz, das müssen wir im Hinterkopf halten. Aber ich habe eine Panzerfaust dabei, da können wir dann später noch mit hochballern oder in die Nähe da gehen und dann... Ja, kann man mal gucken. Ich pack mal das Fernglas aus. Damit kann man nämlich wunderbar zoomen und gucken wir mal, ob hier noch irgendwo was zu erkennen ist. Ich denke mal, da sind noch welche in den Gebäuden, gehe ich mal ganz schwer von aus. Da hinten steht noch ein Tank. Den Tank machen wir später. Weil wenn wir den jetzt beschießen, der... Da ist noch ein Tank. Ich weiß nicht, ob wir den direkt beschießen sollen, weil der wird sich wahrscheinlich rumdrehen direkt zu uns. Und wir können es mal versuchen. Okay, es hat geklappt. Tatsächlich. Hat der was mitbekommen? Nein, also lassen wir den da stehen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal links in die Gebäude rein und durchsuchen die erstmal. Und dann sehen wir mal, zuerst mal, wo wir hier rein können. Ich habe jetzt für den Nahkampf einfach die MP7 eingepackt. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt gleich, jetzt wo wir hier auf der Höhe sind, von dem Camp, dass die Rebellen jetzt gleich reingehen. Ich schätze mal. Ja, da stand auch schon gerade, kämpfen sie mit. Also ich gehe mal schwer davon aus, dass sie jetzt reingehen. Ja, die gehen rein. Man hört schon Beschuss. Also die gehen jetzt rein. Oh, da haben wir auch direkt ein wunderbares Geschütz.
Dass wir direkt mit der Panzerfaust platt machen können eigentlich. Zack! Hätten wir das auch direkt. Ich gehe jetzt direkt rechts in die Gebäude rein. Ja, meine Teammates stehen einfach so komplett Brain AFK da draußen. Das sind halt Teammates, da macht man halt nichts, ne? So, Nachtsicht runter, weil in Gebäuden sieht man einfach hier im Breakpoint besser mit Nachtsicht. Nicht, weil es cooler aussieht oder so, sondern weil man einfach tatsächlich besser sieht. Weil es einfach manchmal viel zu dunkel ist. So, hier scheint irgendwie nichts zu sein. Ist ein bisschen tot alles. Gehen wir mal beim Hauptangriff unterstützen. Das sind feindliche Kräfte. Nein, das sind keine feindliche Kräfte. Oh Mann, sah tatsächlich so aus. Da sind feindliche Kräfte. Dann nehmen wir lieber das Scharfschützengewehr. Nein, bin ich denn dumm? Ich schieße die ganze Zeit auf Rebellen. Das Problem ist, die kann man aber auch nicht unterscheiden, wenn man diese Marker nicht anhat. Das ist schwer. Deswegen müssen wir mal ein bisschen aufpassen hier. Das sind wieder eigene. Bevor ich jetzt wieder eigene hier erschieße, ey. Kann ja wohl nicht sein. Die armen Leute. Die können auch nichts dafür. Der Feind wird das Camp bald angreifen. Oh, das war schon. Okay. Jetzt müssen wir uns also ein bisschen verteidigen hier. Ich richte mich mal da oben zur Verteidigung ein. Die Frage ist, von wo greift der Feind an? Das ist jetzt die Sache. Von da oben oder von da unten? Der Feind greift in 3 Sekunden an. Ich stelle mich mal hier hin. Wir werden es ja sehen. Also ich kann mir vorstellen, dass er von da oben kommt, der Feind. Weil würde auf jeden Fall taktisch Sinn machen, dass der Feind von oben angreift. So, damit die auch direkt schießen, die Teammates. Ah, die kommen von da, okay. Wir haben gerade schon dahin geschossen. Da. Einer. Da kommt direkt eine Heli angeflogen. Okay, ich versuche mal, ob ich den echt mit der Panzerfaust runterholen kann. Das wäre auf jeden Fall geil. Zack! Hätten wir das auch erledigt. Also manchmal ist die Panzerfaust ganz schön nützlich, muss man sagen. Weil die halt einfach präziser ist als manch andere Sachen hier. Da ist Sentinel-Kräfte. Oh, die halten mit der MP7 aber ganz schön viele aus, ne? Weil das Ding nicht so viel Durchschlagskraft hat. Das muss man halt auch mal sagen. Und die halten damit schon deutlich mehr aus. Boah, Junge, wie weit wirft denn der Granate, ey? Ist wahrscheinlich Weltmeister im Steinwurf oder so. Boah. Feindliche Blendgranate, ey. Die lassen hier auch nix locker, die Typen, wa? Schmeißen hier eine Blendgranate nach dem anderen, die Säcke. Er ballert einfach aus der Hüfte mit einem MG. Wie so ein Geisteskranker. So. Wir haben das Camp erobert. So, ich würde sagen, auf zur nächsten Widerstandsmission. So, dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg zur nächsten Mission. Das ist ungefähr in nordöstlicher Richtung. 11 Kilometer. Fliegen wir mit einem Heli dahin und ich würde sagen, dann sehen wir uns gleich am Einsatzort. So, wir pirschen uns jetzt langsam an den Kundschafter ran. Wir sind jetzt da hinten im rückwärtigen Bereich gelandet. Und jetzt gehen wir da auf das Dächlein hoch. Da steht nämlich der Kundschafter und der gibt uns dann wieder Informationen. Und dann starten wir dann wieder den Angriff auf
auf das Lager. Habe ich gerade Angriffs gesagt? Gutes Deutsch. Good German, good language, sage ich ja immer. Ja. Hat ein bisschen was, so ein bisschen von Kampfschwimmer hier, ne? Dass sie hier auch so die Waffen hochnehmen, wenn man nicht allzu tief im Wasser ist. Das haben die eigentlich ganz cool gemacht hier im Breakpoint. Muss man halt auch mal sagen. Ja, die könnten einige Sachen natürlich noch viel, viel, viel besser machen. Das ist ganz klar. Steht gar nicht zur Frage. Aber man muss ja auch mal Sachen loben. Okay, das sind eigene. Gehen wir mal die Leiter da hoch. Ich würde sagen, hier im Camp ist eher so volle Schnauze drauf und nicht irgendwie leise oder so. Den Outcast beim Angriff auf das Lager helfen. Ist irgendwie immer die gleiche, ne? Ich würde sagen, wir gehen rein. Wir sind zu weit vom Gebiet entfernt. Ich bin doch nur ein Stück nach hinten gegangen, ey. Beruhigt dich mal. Ah, die warten schon hier, die Rebellen. Man kann ja kurz mal auskundschaften mit der Drohne. Hier fangen schon die Gegner an. Alles klar, dann gehen wir mal links direkt weiter vor. Mit einer Blendgranate rein und gib ihn. Noch einer? Okay, sieht nicht so aus. Höchstwahrscheinlich einer an dem Turm. Na, da ist einer. So, zweiten haben wir. Da oben im Turm sehe ich jetzt nichts. Da hinten haben wir direkt einen auf dem Turm. Aus so einem Scharfschützenhochsitz. Den können wir auch direkt wegmachen. So. Den haben wir auch getroffen. Gehen wir direkt mal weiter rein. Wenn es jetzt einfach knallt, dann gehen wir einfach volle Suppe drauf und dann ist gut. So. Und da sind drei. Okay, das ist die Rebellenaufklärung hier, glaube ich. So, den Tank hätten wir schon mal platt gemacht, das ist schon mal gut. So, links schon mal frei. Also hier scheint keiner drin zu sein. Die haben wahrscheinlich einen Tank jetzt entdeckt. Ich gehe mal hier rechts rein direkt. Hier geht's hoch zum Turm. Dann gehen wir mal hoch zum Turm, da können wir uns direkt eine bessere Lage verschaffen. Die werden wahrscheinlich jetzt die Leichen entdecken, aber solange die nicht wissen, wo wir sind, ist es ja erstmal halb so wild. Okay, jetzt haben wir zwischendurch immer diese... Ich glaube, das ist diese Rebellenaufklärung. Steht hier einer oben? Ich weiß gar nicht. Ich kann es gerade so aus dem Stehgreif gar nicht sagen, ob hier... Ah, da oben steht direkt einer. So, den hätten wir. Ich würde sagen, wir machen direkt die auf den Dächern erstmal platt. Oder die, die wir einfach direkt töten können. Ich hoffe mal, die haben den direkt im Schussfeld, auch den Typen. Okay, die haben bekommen. Simultanschiss. Schiss. Simultanschiss. Wahrscheinlich Simultanschiss, oder? Oh, den haben wir. Okay, eben sagen wir noch Vollgas drauf einfach. Und jetzt gehen wir trotzdem wieder so. So leicht bedacht vor, aber irgendwie ist das nicht verkehrt, erstmal so ein bisschen aufzuräumen. Oh, wer hat uns denn da gerade fast entdeckt? Ah, das war das Geschütz da unten. Nein! Ah! Ja, das war natürlich super.
Runter. Hat der erstmal voll gegen die Barrikade geballert, ey. Geil. Ja gut, aber wer soll das auch ahnen, ne? Der hat ja trotzdem das Rohr über die Mauer gehalten. Dass er trotzdem da reinballert, ist natürlich dann uncool, aber machst halt nix, ne? Jetzt können wir den Schalldämpfer abmachen. So, hätten wir das Ding auch gesprengt. Gehen wir mal weiter. So, ganzen Feindtrupp schon fast platt gemacht. Warum laufen die alle da draußen rum? Ich krieg von hinten auch noch Beschuss rein die ganze Zeit. Ich dreh mich mal rum. Okay, der ist tot. Alles klar. Aber von hinten kamen die ganzen... Da ist noch einer. Nein! Schalldämpfer ablassen! So. Boah! Haben wir direkt Feindheli. Können wir direkt runterholen. Zack! So flott geht das. Ach nein! Leck mich am Arsch! Ich Idiot! Leute, Leute, Leute! Das... Das waren Rebelle. Das waren Rebellenheli. Scheiße, Alter. Na egal. Ist ja lustig, dass man die Dinger einfach so mit dem Gewehr platt machen kann. Dann finde ich schon ehrlich gesagt ein bisschen läppisch wieder. Ich finde, so Dinger hätte man hier auch gar nicht ins Spiel mit reinbauen sollen. So Flachs oder so wäre mal was gewesen, aber nee. Eher weniger. Leider nein, leider gar nicht. Ey, ich will es gar nicht tauschen, Alter. Das ist Wahnsinns, ey. Ich tausche hier nicht mein Gewehr. Okay, da vorne scheint noch einiges abzugehen. Ich glaube, hier im Haus ist gar nichts. Ich glaube, hier im Haus ist auch nichts. Sonst wird man da die ganze Zeit Stimmen hören. Man hört ja die Stimmen, also man kann hier eigentlich im Breakpoint, wenn es laut wird, kann man ganz gut den Stimmen folgen. Und wie ihr seht, seht ihr hier gar nichts. Und der ist down. So, jetzt ist es eigentlich nur noch Gegner suchen. Hier sind irgendwo noch welche drin. Ah, die mal wieder erst zu finden. Die sind wahrscheinlich noch irgendwo am Strand hier, oder? Okay, der hat sie jetzt bekämpft. Ja gut, ich glaube, das war's. Einsatz abgeschlossen. Also wir müssen hier nicht mehr verteidigen. Gut, hätten wir zwei Outcast-Missionen abgeschlossen. Ja Leute, wenn ihr mal mehr Gameplay-Material zu Ghost Recon Breakpoint sehen wollt und nicht nur Guides, einfach mal Gameplays, Live-Kommentare, Let's Plays oder wie auch immer man es nennen mag, dann schreibt es mal in die Kommentare. Dann nehme ich ab und zu mal was auf, weil ab und zu spiele ich das Spiel ja auch mal. Ja, schreibt es mir in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Video und ciao.